Hallo, hier ist wieder Nadine von Stempelstand zu Falsbein. Mein zweites Unboxing-Video. Es wird relativ fix nach dem ersten Unboxing-Video veröffentlicht. Das liegt einfach daran, weil ich es auch fix hintereinander wegbestellt habe. Ich habe vergangene Woche Donnerstag mein Starterpaket aufgegeben, meine Bestellung, habe die Versandbestätigung bekommen und dann auch gleich die Demonstratoren-ID. Und daraufhin habe ich direkt meine zweite Bestellung aufgegeben und meine Wunschliste kommt irgendwie immer noch nicht zum Ende. Aber einen kleinen Nachtrag zu meinem ersten Unboxing-Video von meinem Starter-Paket. Es ist da, das Stempelkissen Melonensorbet. Es ist heute angekommen in einem kleinen Paket, zusätzlich zu dem großen. Und darauf freue ich mich schon. Ich war doch etwas enttäuscht, dass es bei der letzten Bestellung leider nicht mit lieferbar war. Gut, das Paket habe ich schon aufgemacht. Das hat zwei Gründe. Zum einen, damit ich es nicht auspacken muss während des Videos. Zum anderen, weil ich dieses Video jetzt schon zum zweiten Mal drehe. Beim ersten Mal habe ich den Ton vergessen. genau. Und dann legen wir mal los. Ich werde vorweg ein wenig rausnehmen, zu was ich später etwas sagen möchte. Was dann auch später Sinn macht. Und zwar, das sollte es gewesen sein. Und dann schauen wir doch mal, was in meinem zweiten Paket so drin ist. Da haben wir die Stempelkissen in Pastell. Da, Kollektion Pastellfarben. Man kann das ein bisschen sehen. Das ist dann doch zu nah für meine Kamera. Gut, dann mache ich die mal auf und zeige euch mal die klasse Farben. Oh, ich freue mich schon, die zu verwenden. Wir fangen oben an. Da haben wir, stellen wir es so hin, so, Calypso. Calypso, das wirkt so rot-orange, aber ist es eigentlich gar nicht. Es wirkt in Natura sehr viel besser. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Pastellfarben bestelle, aber ich habe eine Papierprobe bekommen, quasi von meiner Demo-Mama. Und da haben mich die Farben eigentlich am meisten überzeugt. Da haben wir die Kirschblüte. Da ist Zartrosa. Die machen sich bestimmt toll mit meiner Stiefmütterchen-Stanze und dem dazu passenden Stempelset Flowshop aus meinem ersten Paket. Da haben wir Safrangelb. Das ist ein ganz klasse Gelbton, finde ich. Auf den freue ich mich auch schon, den zu verwenden. So, dann haben wir Farngrün. Wirkt ein bisschen sehr dunkel. Das ist aber eigentlich gar nicht. Dann kommt als nächstes Wasabi. Das ist auch ein ganz toller Grünton. Mit dem kann man bestimmt auch ganz klasse zu Weihnachten stempeln. Dann geht es weiter mit Aquamarin. Hellblau Türkis würde ich es bald nennen. Na, da, Aquamarin. Auch eine tolle Farbe. Dann haben wir noch Himmelblau. Himmelblau. Sie wirkt auch sehr viel dunkler, als es eigentlich in Natura aussieht. Dann haben wir noch Ozeanblau, auch ein toller Farbton. Sehen bestimmt in Kombination total klasse aus. Und Blauregen. Auf die habe ich mich gefreut. Die ist so schön, die Farbe. Ich habe sowieso mit Lila und lila Tönen. Und da freue ich mich schon, die Stempel zu benutzen, die Stempelkissen zu benutzen. Und da bin ich gespannt, wie die Ergebnisse aussehen. Wenn man viel stempeln will, dann ist es unerlässlich, dass man zum einen diese hier hat. Das sind die Fingerschwämmchen. Die kann man nehmen, um zum Beispiel Papierränder abzutönen oder kleine Sachen auszumalen vielleicht. Da freue ich mich, oder den Hintergrund so ein bisschen einzufärben. Da freue ich mich schon, die zu verwenden. Ich habe bis jetzt so ganz kleine Stempelkissen, so ungefähr. Die kann man super dafür nehmen, aber mit den großen geht es einfach nicht. Okay, dann haben wir die Mini-Glue-Dots. Die werden in jedem Video und irgendwie überall auf den Websites und Blogs benutzt. Die sollen punktgenau und ziemlich gut halten. Da bin ich echt gespannt. Dann habe ich natürlich auch, man muss ja die Stempel auflegen, damit man viel Spaß daran hat. Das
Dampen Scrub Säuberungskissen bestellt. Das hat zwei Seiten, wenn man das aufklappt. Und da sind so Plüschfasern drin und da kann man dann ganz toll die Stempel mit sauber machen. Eine Seite hält man dann feucht. Dazu dient dann dieses kleine Tool. Das Schön darin verbirgt sich Stampin' Mist. Das ist Stempelnebel oder Stempelreiniger Flüssigkeit. Da kann man dann das Stempelkissen oder das Scrubkissen einsprühen und dann ist das ganz super. Kann man die Stempel ganz super sauber machen. Gut, dann kommen wir zum ersten Stempelset. Das sind die Pictogram Punches. Die sind klasse. Und dazu gibt es natürlich die Adibity-Akzente. Die mussten es auch sein. Die werden auch irgendwie immer verwendet. Aber kleine Blüten, Sterne und Herzen gehen ja eigentlich auch immer. Und dann könnte man hier zum Beispiel Your Star stempeln, könnte dann das, den Stern entweder auspanschen und dann einfach so aufs Papier bringen oder den Stern ausstanzen und dann mit Dimensionals in 3D-Optik aufkleben. Damit zu experimentieren, darauf freue ich mich auch schon. Oder hier die Blütenvase stempeln oder die Blumenvase und dann mit Blüten in 3D-Optik verzieren. Das sind Gummistempel. Zur Verwendung mit den Klarsichtblöcken. Gut, dann unerlässlich, vor allem wenn man seine Werke mal gerne verkaufen möchte, ist das Kreativ und Selbstgemacht Stempelset. Da sind das Copyright-Zeichen und mit Stampin' Up, mit dem Schriftzug Stampin' Up dabei. Damit kann man dann seine Werke quasi signieren für Stampin' Up, da die Motive ja lizenziert sind. Da haben wir Kreation von Stampin' Up, selbst gestempelt und auch wieder hier Copyright Stampin' Up. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen ganz allein für dich. Handgemacht von mir, etwas Süßes nur für dich, wenn man mal was Gebackenes verschenken möchte oder eine kleine Süßigkeit. Handgefertigt und aus der Küche von, da kann man dann seinen eigenen Namen noch einsetzen. Das sind auch wieder Gummistempel, genau, und die sind wirklich unerlässlich. Okay, dann haben wir, brauche ich ja auch noch ein bisschen Schrift und da habe ich jetzt kleine Wünsche mir rausgesucht. Da passen die Stempel sowohl zu dem Abreißetikett als auch zur Stanze-Wortfenster. Und da sind ganz viele tolle Glückwünsche drauf zu eigentlich jedem Anlass. Ganz cool finde ich zum Nikolaus. Dann haben wir hier meinem Valentinsschatz. Ich denke an dich. Dann haben wir hier alles liebe Mama, alles liebe Papa. Für Hochzeit den frisch vermählten. Dann haben wir frohe Weihnachten, schönen Ruhestand. Also wirklich echt schöne kleine Wünsche. Auch das wieder Gummi für die Klarsichtblöcke. So, dann habe ich ein Hintergrundstempelset. Und zwar ist das Gorgeous Grunge. Darauf freue ich mich auch schon, das zu verwenden. Ich habe jetzt doch beim Stempeln mit meinem Starterpaket festgestellt, dass mir Hintergrundstempel auf jeden Fall fehlen. Und ich war hellfroh, dass ich sie mir bestellt habe. Schon. Da haben wir ein paar Malflecken, ein bisschen Geschmiere, ein paar Balken. Da haben wir einen großen Malfleck und da auch nochmal Farbflecken. Und die zu verwenden, darauf freue ich mich schon echt. Vor allem mit den Pastellfarben sieht das bestimmt richtig klasse aus. Super, das ist auch wieder Gummi. So. Und dann habe ich noch bestellt Perpetual Birthday Kalender. Das Set stand ganz oben auf meiner Wunschliste. Das einzige Manko ist eigentlich, dass es das noch nicht auf Deutsch gibt, sondern dass die Monatsnamen noch auf Englisch sind. Aber man kann ja zumindest April, August und September auch im Deutschen verwenden, ohne Probleme. Aber wirklich reizvoll fand ich es zum einen durch die ganzen verschiedenen, ich würde es mal Konfetti-Stempel nennen. Haben wir ein bisschen was Herbstliches. Sommer, Frühling, Herzen gehen immer. Ein paar Blüten, hier sind sogar Schneeflocken, dann für Weihnachten. Hier sind auch wieder Malflecken. Dann haben wir hier so einen großen Hintergrundstempel in Aquarelltechnik. Der ist bestimmt auch ganz klasse. Und darauf freue ich mich auch schon damit ein bisschen rumzuspielen. Das sind jetzt sogar mal
Ja, Klarsichtstempel oder Polymer. Was steht es hier drauf? Nee, und die Motive sind sogar ein bisschen größer. Hier steht sogar drauf, dass die Motive, dass das hier, was hier abgebildet ist, nur 80% der tatsächlichen Größe ist. Klasse, da freue ich mich schon. Schon ganz aufgeregt. So, dann habe ich noch ein paar Punches. Einmal den Schmetterling. Schmetterlinge gehen ja auch immer. So einen kleinen Akzent setzen. Vielleicht in 3D die Flügel ein bisschen abstehen lassen. Darauf freue ich mich schon, den zu verwenden. Und dann habe ich noch die Wortfensterstanze, damit ich meine Stempel aus den kleinen Wünschen auch ausstanzen kann. Okay, dann haben wir hier ein großes braunes Paket und ich weiß auch schon, was da drin ist. Und darauf freue ich mich schon ganz doll. Das ist nämlich mein Papierschneider. Da sieht man es. Da steht Papierschneider. Da, genau. Und ich habe Papierschneider. Ich habe mehrere Papierschneider und irgendwie macht mich keiner so glücklich. Ich habe einen Rollenschneider, der schneidet irgendwie schon seit 8 Jahren und der leistet wirklich sehr gute Dienste. Leider ist das Lineal daran nicht so ganz toll und man kann es nicht super gerade ausrichten. Aber ihr kennt ja bestimmt alle, vor allem wenn ihr Stampin' Up! Blogs und YouTube-Videos verfolgt, dieses hübsche Ding. Ich habe noch einen Papierschneider von einer anderen großen US-Marke. Der war auch anfangs ganz toll. Und dann irgendwie fing er nach 10, 15 Blättern an, das Papier auszufransen. Und seitdem finde ich den nicht mehr so toll. Was toll ist, ist, dass der schon eine Falzlinie hat. Der hier hat ja auch zum Falzen und zum Schneiden die Messer. Hier kann man das sogar lösen, damit man die Messer auch abklappen kann, damit es da keine Verletzungen gibt. Das ist, glaube ich, bei uns gerade sowieso sehr wichtig. Wegen meines Babys. Und ja, und hier ist dann ein großes Lineal mit Inch und in Zentimetern, damit man da auch wirklich haargenau schneiden und falzen kann. Und darauf freue ich mich schon, den auszuprobieren. Oh Gott, ich bin schon so aufgeregt. Ich weiß noch nicht, wann ich es überhaupt schaffe zu basteln, aber irgendwann. Ah ja, das müsste sein, mein kariertes Papier. Das kennt ihr bestimmt auch und das werdet ihr dann vermutlich häufig in Zukunft unter meinen Videos sehen oder im Hintergrund meiner Videos. Das ist das Papier, wo das kariert ist, wo Stampin' Up! Drauf steht, das irgendwie jeder benutzt bei seinen YouTube-Videos. Und das ist ja auch dann eine gute Stempelunterlage bei den Workshops und ähnlichem. Gut, dann kommen wir zum Papier. Ich habe mir noch bestellt den Block gemixt mit allen Pastellfarben. Das sind, glaube ich, 20 Blatt, also 2 Blatt pro Farbe. Mich mal, genau, 2 Blatt, 20 Blatt insgesamt. Und das ist die Pastellfarbenkollektion. Mal gucken, welche mir dann am besten gefallen und danach mache ich es dann abhängig, welche Blöcke ich mir mal im Gesamten bestelle. Dann habe ich Flüsterweiß. Das sind 40 Blatt. Ich habe beim ersten Stempeln und dem ersten Ausprobieren mit meinem Starterpaket doch tatsächlich versucht, die Stempel irgendwie auf farbigen Karton zu machen und irgendwie wirkte das überhaupt nicht. Und dann habe ich aus meinem Vorrat noch weißes oder helles Papier genommen und das wirkte gleich ganz anders. Dann ist das Savanne. Das habe ich auch schon häufig gesehen. Das gibt eine tolle Boxen- und Kartenbasis. Das ist ein super klasse Farbton. Der ist total schön und sehr neutral. Gehört auch zu den Neutralfarben. Dann kommt das später. Hier habe ich noch das Designpapier in Pastell. Ja, das mache ich mal einmal auf. Ich hatte ja auch das Designerpapier in den InColors schon gezeigt. So. Übrigens als kleiner Tipp, das habe ich auch schon gesehen in anderen YouTube-Videos und die sind heute auch mit der Post gekommen. Kann man, das ist ja 12x12 Papier und das lässt sich ja ein bisschen schwer
aufbewahren. Vor allem ist es ja im Deutschen auch so eine Größe, die man nicht wirklich benutzt, außer vielleicht für Scrapbooken. Und da gibt es so Klarsichthüllen für LPs. Die meine habe ich jetzt bestellt beim größten internationalen Online-Versandhandel. Da kommen 100 Stück im Pack und eigentlich zu einem echt guten Preis, also knapp über 10 Euro. Und da kann man dann gucken, ob der ganze Block passt. Ansonsten halt eins. Oh, der ganze Block passt. Der ganze Block passt rein. So kann man die ganz toll aufbewahren. Sind sicher, weil die Plastiktüte, die drumherum ist, ursprünglich ist doch sehr dünn. Aber wir gucken einmal rein in den Block. Ich fuchte so viel rum, meine Kamera kommt kaum hinterher mit dem Fokussieren. Es tut mir leid, ich bin noch Laie. Ich versuche mich zu bessern. Und wir fangen wieder an mit Blauregen. Pünktchen und Schrift. Streifen und Blumen. Das zieht sich dann jetzt durch alle Farben. Das wird Wasabi sein. Das ist ein Blauton. Das ist vermutlich Aquamarin. Safrangelb. Oh, ein schöner Ton, oder? Wahnsinn. So, das wird Aquamarin sein. Dann war das vorher Himmelblau. Himmelblau, Aquamarin. So, dann haben wir Zartrosa. Wasabi. Ozeanblau. Auch schön, oder? Himmlisch. Im wahrsten Sinne. Kalypso. Und dann wird das vermutlich die Kirschblüte sein. Bleibt ja nur noch übrig. Ja, die sind bestimmt auch toll, um die mit dem Blauen zu kombinieren, die Rosa. Wir schauen mal. Ziehen wir einen raus. Nee, geht nicht, ist ein Block. Aber wir knicken es ein bisschen so. Seht ihr das? Könnt ihr es erahnen? Die Kombi, oder? Oh, der Hammer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich freue mich. Freut mich. So, weiter geht's. Weiter geht's. Genug geschwärmt. Das habe ich hier noch. Muss ich gucken. Was ist das? Umschlagpapier. Genau, ich hatte mir noch Umschlagpapier in den InColors bestellt. Das ist etwas weicher oder soll etwas leichter sein und etwas dünner. Soll sich aber ganz klasse machen, um Umschläge zu machen. Und da ich ja nun schon meine ersten Karten mache in Colors und es dieses Umschlagpapier im Moment auch nur in den InColors gibt, habe ich das bestellt. Und dann sieht man, dass es immer eine Seite ist Uni und die andere Seite hat Muster. Da haben wir hier Baum oder Maserung, Streifen. Genau, also Maserung und Streifen. Immer jeweils zwei und dann von allen Farben. Lohnsorbet und Minzmakrone. Super. Okay, mein Arm. So, und dann, last but not least, kommen wir zu der ersten Weihnachtsbestellung. Wir haben ein bisschen für Weihnachten auch schon basteln, genau. Und da gibt es im Katalog wie heißt das Papier? Fröhliche Feiertage. Kreativer Mix für fröhliche Feiertage. So. Das Papier zeige ich nachher auch noch. Und da ist enthalten als Farbe Chili, Savanne, Olivgrün, Waldmoos, Glutrot, Schiefergrau und Flüsterweiß. Und dazu kann man da noch bestellen. Extra. So ein Block, das ist auch zu den fröhlichen Feiertagen. Da sind 8 Blatt drin in 3 Farben und das ist einmal Schiefergrau, Chili und da drin verstecken tut sich noch Olivgrün. Und damit das alles passt, habe ich mir passend zu dem Karton auch noch die passenden Stempelkissen bestellt. Da haben wir einmal Chili. So. Und Olivgrün. Und um auch richtig weihnachtlich loszulegen, habe ich mir im Set gekauft das Stempelset Christbaum Festival. Da sind ganz tolle, also es ist ein Two-Step-Stempel, das heißt, man kann halt
ein Stempeln, eine Vase stempeln und dann darauf stempeln. Das sind dann immer glasig. So, jetzt klingelt's. So, jetzt bin ich wieder da. Ich muss unterbrechen. Ich habe Besuch bekommen. Und genau, wir haben uns nett unterhalten. Und wir haben jetzt Besuch. Mein Baby ist aus seinem Schönheitsschlaf erwacht. Und sie unterhält uns jetzt nebenbei etwas. Ich war, glaube ich, dabei, das Two-Step-Stempeln kurz ein bisschen zu erklären mit diesem Christbaum-Festival-Stempelset. Also das sind die Klarsichtstempel, so dass man da auch schön durchgucken kann, wenn man die auf den Acrylblöcken hat. Und da kann man meinetwegen erst den nackten Weihnachtsbaum stempeln oder den. Kann dem dann noch einen Fuß stempeln und hier Christbaumkugeln oder als Beleuchtung. Hier ist eine Girlande oder den Stern oben drauf setzen. Genau, hier sind dann auch nochmal Sprüche, die besten Wünsche für fröhliche Feiertage. Und um eben diese Tannenbäume schön ausstanzen zu können, gibt es dazu dann noch die Christbaumstanze. Und ich freue mich, das schon für Weihnachten zu basteln. So, und dann ist ja der Katalog Anfang Juni erschienen, der neue Hauptkatalog. Und viele Sachen wurden nicht übernommen. Und da gibt es dann online die Ausverkaufsecke. Und die Ausverkaufsecke habe ich auch besucht. Bevor wir dazu kommen, zeige ich euch jetzt noch schnell das Designerpapier, das, was ich in Aussicht gestellt hatte mit den fröhlichen Feiertagen. Nur schnell aufmachen. So, damit fangen wir an. Das Designerpapier fröhliche Feiertage. Da haben wir einmal so die Sterne. Und auf der anderen Seite sind auf grünem Hintergrund Christbaumkugeln. Dann haben wir rote Sterne. Und im Hintergrund Streifen. Dann haben wir rote Punkte und auf der Rückseite ein rot-grün kariertes Muster. Das ist ja schön. Dann haben wir Ringe mit ausgemalten Punkten und auf der anderen Seite Diagonalstreifen in grün. Dann haben wir Diagonalstreifen in rot. Und auf der Rückseite sind Christbäume oder Tannen. Dann haben wir bunte Punkte. Und auf der Rückseite ist dann ein grün-weißes Karo. Und das war's auch schon. So, und dann habe ich in der Ausverkaufsecke zu wirklich unschlagbaren Preisen mir noch einmal bestellt ein Halloween-Designerpapier und zwar heißt das Hexenwerk. So, Hexenwerk. Das fängt schon mal so an. Das macht einen wirklich guten Eindruck. Da kann ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwann nehme für Scrapbooken oder ob ich damit ganz tolle Geschenkpackungen mache für die Kids, die dann klingeln und Süßes oder Saures wollen. Dann schauen wir uns das mal noch genauer an. Also haben wir das und auf der anderen Seite ist ein Pfeilmuster. Dann haben wir Spinnweben. Ich hoffe, man sieht das. Hübsches Spinnwebmuster und auf der Rückseite ist schwarze Schrift und in der Ecke ist ein Totenschädel. So. Dann haben wir, oh, das ist auch schön, die Farben. Und auf der anderen Seite ist dann vermutlich Kürbisgelb und auch nochmal Schädel. So, dann haben wir Schwarz. Jetzt muss ich mal gucken, die Farben sind Schwarz, Anthrazitgrau, Kürbisgelb, Mango und Vanille pur. Achso, das ist dann vermutlich rausgenommen worden, weil Mango ja eine letzte in Color war. Und die gibt es ja nicht mehr. Und auf der Rückseite zu den Streifen haben wir auch wieder Zeitung und Fledermäuse.
Das sieht auch schön aus. Ein Klassenpapier. Gut, dann haben wir noch das Schwarze mit einem Rahmen. Das ist bestimmt auch ganz klasse zum Scrapbooken. Und dann haben wir hier Punkte mit Kreisen drumherum. Und zum Schluss, enter at your own risk, eat if you dare, trick or treat. So, und auf der Rückseite haben wir schwarze Spinnweben mit kürbisgelben Spinnen. Das zu verarbeiten, darauf freue ich mich auch schon. Dann gab es im Clearance Rack die Mini Etikettenstanze. Also hier ist mein Daumen im Gegensatz dazu. Also es ist wirklich ein Mini-Etikett. Das wird für Karten vermutlich, also vielleicht für den Hintergrund, aber in erster Linie ist es zum Scrapbooken eigentlich von mir aus gedacht. Dann, die fand ich ganz klasse, die Dreieckstanze. Oh, da ist die Kamera. So die Dreieckstanze. Und ich glaube auch, die macht sich super auf Karten und zum Scrapbooken und vielleicht sogar für Papierperlen. Mal schauen. Und dann als letztes und als unbedingt gewolltes haben wir den Drehstempel. 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 Na? Jetzt Drehstempel. Remember this and that. Auf Deutsch. Der schaut so aus. So. Dann haben wir hier unten den Schriftzug und das Datum. Und da gibt es Sprüche wie sei dabei am Erinnerung. Dies war am bitte um Antwort bis wichtig Datum. Schönster Tag, beste Wünsche. Das nächste ist Kreation von. Dann haben wir eine Sternbordüre, einen Lernrahmen und unten steht bitte vormerken. Klasse. Das ist dann auch super für Karten und für vor allem für Umschläge. Ich finde das immer klasse, wenn man sowas auf Umschlägen hat, dass man so ungefähr weiß, worum es geht. Und für Scrapbooken natürlich. Und darauf freue ich mich auch schon, den zu verwenden. Ist, wie gesagt, Drehstempel gehen eigentlich immer, finde ich super. Ja, und dann war es das auch schon. Es sieht jetzt bei mir wieder sehr wüst und wild aus. Ich kann ja mal einmal schwenken. So nicht. So, über meinen Schreibtisch. Und da haben wir dann jetzt mein ganzes Gewühle. Da sieht man übrigens im Hintergrund meine anderen Schneidemaschinen. So, und mein Envelope Punchboard aus dem letzten Video. Jetzt heißt es für mich, aufräumen, sortieren, Ordnung ins Chaos bringen. Meine Kleine beschäftigen. Da ist er. So, bisschen unscharf, aber ist auch nicht wild. Des Datenschutzes wegen, sie kann ja noch nicht sagen, ob sie gerne gefilmt werden möchte oder nicht. Ja, dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat gefallen. Kommentiert mich, kritisiert mich, abonniert mich. Ich freue mich, wieder ein Video für euch machen zu können in Zukunft. Mal schauen, zu welchem Thema das dann ist. Ob es noch ein Unboxing-Video wird oder vielleicht schon was zum Basteln. Ich wünsche euch alles Gute. Habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Basteln. Bye, bye. Genau. Bye, bye.